Hallo und herzlich willkommen zu Folge 174. Wir sind heute vor der Trollschlucht, haben in der letzten Folge hier den Kram für die Leichengase-Quest gemacht. Und ich will jetzt mal als Unsichtbarer mir anschauen, ob jetzt hier irgendwo Code von dem Troll rumliegt. Oder ob hier sonst irgendwas passiert ist. Ich weiß nämlich übrigens auch gar nicht, ob ich dem Schaden zufügen kann. Er läuft irgendwo hin. Vielleicht ist es ja. Ah, er hat gekackt. Okay, ich habe den Trollhaufen. Das ging ja schneller als erwartet. Nichtsdestotrotz will ich gucken, ob ich gegen den kämpfen kann. Wenn nicht, dann mache ich direkt den Abgang. Ansonsten könnten wir hier vielleicht mal das Prisma ausprobieren. Zwei Freund. Okay, wir machen ihm Schaden, immerhin das. Sehr gut, wir können Trolle besiegen. Nichts zu holen. Mit dem Meisterdegen geht das jetzt auch. Sehr, sehr schön. Dann können wir hier auch ein bisschen mehr Randale machen. Den Trollhaufen haben wir dabei, sehr gut. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Die werden hier einer nach dem anderen abgefahren. Zack, 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 zack. So. Ja. Das heißt, dann hätten wir die Quest schon mal, die Hüterklinge. Dann müssen wir dann noch hier zur Bergfestung. Aber ansonsten, ja, kommen wir so weit eigentlich. Also wir bleiben nirgendwo hängen, außer jetzt im alten Lager so ein bisschen. Da ist nichts zu holen. Nicht da ist nichts zu holen. Das ist noch weitestgehend erfreulich alles. Ups, falscher Ring. Ich meine, perfekt wird es dann, wenn man mir auch bezüglich der beiden anderen Quests auch noch helfen kann. Ne? Also das mit den Schatten, mit dem Spionieren und mit dem letzten Tabakgedöns. Wenn wir die beiden Dinge noch hinbekommen, das wäre. Dann wäre alles zu meiner Zufriedenheit. Ah, guck mal an, ein Crit. Sieht eigentlich der Trollhaufen aus, den ich dabei habe. Wo ist denn der? Verwandlung in Maulwert habe ich hier noch. Wo ist der Trollhaufen? Da ist er. Elfmal war an Tabak. Elf. Nicht zwölf. Wo ist denn der Scheißhaufen? Der muss doch irgendwo sein. Bin ich blind? Freudenspender war auch noch. Wo ist der Kackhaufen? Ich will hier den Kackhaufen finden. Wo ist der Kackhaufen? Magieprisma. Der Kackhaufen ist nicht beim Essen. Der Kackhaufen ist beim Essen. Das war so klar. Einmal Winde drehen. So, beide Trolle sind platt. Gucken wir mal, sind wir hier oben, wie wir dann und dann. Hapien. Speichern. Sorgfältig in die Menge rennen und alle umbringen. So lautet. Der Plan? Ja, ja, halt die Schnauze. Ach komm mal, das Maul. Nein, ihr greift mich von hinten an. Ja, genau, fallt runter. Genau, kommt auf meine Höhe hier. Guck mal, so schnell kann's gehen. Ja, was ist mit dir, du Witzbold? Triffst mich halt auch nicht, ne? Merkst du schon, ne? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Und die haben. Doch. Da ist nichts zu holen. So, wie ist das jetzt? Wenn ich das aufsammle, sterbe ich oder was? Okay, ich kann ihn einfach nicht nehmen. Okay, 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 okay. So, jetzt probieren wir den ganzen Kram mal aus. Da bin ich echt mal gespannt.
Wie mache ich das jetzt? Nee. Wie mache ich das jetzt? Nö. Nö. Wie mache ich das jetzt mit dem Magieprisma-Dingen? Nee. Ich muss noch kurz lesen. Das ist nicht zum Lesen. Wo ist das denn? Teleport, Obelisk, Schmuckbaupläne. Wo steht der Kram? Bin ich irgendwie blind oder so? Sprache der Bauer, Anschlagtafel. Was? Hä, bin ich doof? Ich bin total doof. Wo ist denn das? Allgemeine Infos. Ah, wenn das Prisma angelegt ist und der Held einen Schadenszauber spricht, wird das Prisma aufgeladen. Das Prisma kann vier Zaubersprüche gleichzeitig aufnehmen. Der ihm zugewiesene Taste ausgelöst werden und streut dann den Schaden der vier Zauber auf umliegende Gegner. Also kann er damit auch kämpfen. Aha. Soll ich jetzt einfach einen Zauber wirken oder was? Ah, dann? Okay. Hab nichts gesagt. Es geht nicht. War das jetzt hier? Nee. Was wurde denn gerade? Ich habe jetzt herausgefunden, was der Nachteil beim Prisma ist. Wenn ich es auflade, fühlt es sich an, als würde ein Teil meines Selbst entrissen und ich werde schwächer. Problem ist nur, ich habe dem. Kann man das irgendwo hier in den Einstellungen? Irgendwie Steuerung? Steht irgendwas von. Ah, Prisma-Benutzung! Eieiei! Okay, was macht man da? Machen wir da. Machen wir mal Ö. So. Das ging jetzt mal, ja, also das ging jetzt richtig in die Hose. Aber nochmal neu. So, Prisma haben wir noch nicht. Müssen wir das denn überhaupt? Müssen wir es? Ja, wir müssen schon auswählen, sonst macht ja gar keinen Sinn. Okay, komm, hier. Prisma? Ich glaube, ich muss es voll aufladen, ne? Das wäre ja sonst auch irgendwie dämlich. Ja, gut, was nimmt man da? Ja, komm, nehmen wir einfach den Feuerball, das brauchen wir eh nicht. Ist ja jetzt schon ziemlich voll, oder? Ah! Okay. Hat funktioniert. Wir verlieren aber Leben. Okay. Das ist ein Nachteil. Nachteil vom Prisma. Aber okay, es hat funktioniert. Ich weiß, es funktioniert. Alles gut. Ich hab's gecheckt. Jetzt gehen wir ins alte Lager und gucken mal, was Fingers noch zu sagen hat. Da die Quest ja eigentlich schon rum ist. Ansonsten würde ich sagen, wir werden mal den Weg fortsetzen. Hier, im guten alten Minental. Und werden auch die Gegend durchsuchen vorm neuen Lager. Ich weiß gar nicht, wir können auch schon mal ins Orkgebiet rein. Ich meine, was wird denn da schon groß passieren? Immerhin haben wir jetzt auch die Kraft Trolle zu vernichten. Warum sind da Runen an der Wand? Und warum ist die Wand grün? Das ist doch seltsam. Da hinten ist noch eine Tür, wo wir nicht kommen können. Und den Keller vom Haus der Erzbarone können wir auch. Ich bin einfach komplett. Ich bin wieder wahnsinnig. Ne? Ich werde hier wieder wahnsinnig. Wo ist dieses scheiß Tabakding? Das liegt doch auf der Hand. Man Das erzählt hat sich, sich ja dass auch man ein verteilt wie der letzte Schiss. Das war ja unfassbar. Pass mal auf, ich werde hier nochmal kommen. Ja, erstmal in Unterhosen durch die Gegend rennen. So, komm, Ian, sag doch irgendwas. Nein, nicht das. Du bist unwichtig. Hallo. Hi, was willst du? Keine Ahnung. Was kann am Internet?
Komm hier, alles, was, was, wie? Halt die Schnauze. Ich... Bis hier, dann mach das. Du... Nein, ich will... Okay. Okay, ich habe jetzt noch was rausgefunden. Wenn man dieses, es wäre gewagt, auswählt. Oh, das ist matt, oder? Wo ist weg? Wobei, das war, glaube ich, nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn man das auswählt, ist das trotzdem der Ende. Also der, ne, die Option, der, die dann beendet den Dialog. So, ich werde hier komplett bekloppt. Junge, wieso will dieser Trager nicht reden oder du? Also das ist auf jeden Fall nicht der Smalltalk. Ich bin jetzt jeden Depp hier schon durchgegangen. Da ist Costa, wir haben auch noch eine Quest. Da, Dragan, guck mal, der ist so unwichtig. Der ist so, der sagt gar nichts. Das muss doch der sein. Du Fletcher, hau dir mal die Fresse ein. Ich hätte das ist genauso stumm. So, hier war, da war auch auf jeden Fall ein Tabak-Ding. Also, pass auf. Nee, wir können ja auch noch was anderes machen. Wir können ja auch noch. Tschüss, Freunde. Ich mache jetzt einen Abgang. Zu den einzigen Menschen hier, die mich noch verstehen. Richtig, die Verrückten. So, mit wem müssen wir da überhaupt jetzt... Müssen wir doch... Nein, das ist die falsche Quest. Nein, ist auch. Kane geben, ne? Okay. Okay. Also. Der müsste ja in seinem Labor rumlungern, die Drecksau. Sitzen da zwei ineinander, oder? Hey. Ach du Schande. Glaubst du wirklich? Was ist mit dem passiert? Oh, der war ein bisschen pumpen, da kann man nichts sagen. Nur der ist wortwörtlich breit. Sogar sowohl im übertragenen als auch im wortwörtlichen Sinne, weil der ist ja am Summler. Versteht er? Der ist breit. Doppelt breit in dem Fall. So, hier aber Balkane, ne? Hätten wir hier auch nur noch die... Ja, erstmal hier am Geländer hängen bleiben. So, dann hätten wir auch nur noch die Hüterklinge hier und dann, jawohl, dann fokussieren wir uns dann langsam mal aufs neue Lager. Das ist auch das einzige Lager, dem wir uns dann eigentlich auch, ne, zugehörig fühlen sollten. Also, gut, wir sind auch Templer, so ist nicht, aber wir sind ja eigentlich Söldner. Und wollen auch Orkjäger werden. Das ist ja das Ziel. Und, aber ihr könnt mir natürlich schreiben, falls ich hier noch irgendwas übersehen haben sollte, im Sumpflager oder auch im alten Lager. Kann ja sein, dass ich die eine oder andere Quest trotzdem übersehen habe. Hier, dein Trollkurt. Ich bin dir zutiefst dem Dank verpflichtet. Geh zu Baal-Namib und sag ihm, dass seine Novizen wieder durchatmen können. Ist doch super, verkaufst du irgendwas Sinnvolles? Lass uns. Ha. Für 5 Gold, Trollhaufen. Ich frage mich, was passiert wäre. Ich werde es ausprobieren. Natürlich esse ich das jetzt. Das hätte ich euch denken können, oder? Also, ich meine, wenn das schon hier bei den Nahrungsmitteln ist... Okay, man kann es nicht essen. Scheiß drauf. Man kann es nicht essen. Aber es ist bei den Nahrungsmitteln. Ja, die ist unten eher zu den Questgegenständen und dem sonstigen Kram gepackt. Aber egal. So. Aua. Ist nichts passiert, alles gut. Dann auf zu Baal-Namib und hoffen, dass es das dann jetzt gewesen sein sollte. Aber ich denke schon. Bin ich mal gespannt, ob der uns jetzt noch eine Folgequest gibt oder. Ja, weil irgendwie müssen wir auch noch an die schweren Söldner. Es wird dann schon Templer-Rüstung kommen oder nicht. Hey, du. Das wäre ja sonst witzlos. Hi, ich habe das Problem gelöst. Du hast uns einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Dem Ziel entgegen. Sonst nix? Dem Ziel entgegen. Okay. Gut, dann vielleicht im Zusammenhang mit der Hüterklinge, wer weiß. Vielleicht kann man danach dann irgendwie... noch eine bessere Rüstung in Anspruch nehmen oder bekommen.
So, erneut hier, wie schon so oft. Und wird erneut wahnsinnig, weil wir jetzt zwei Quests haben, bei denen wir momentan nicht weiterkommen. Ich erwähne es zum 100-millionsten Mal, ich weiß, aber trotzdem, es ändert ja an der Sache nichts. Ne? Und ich muss es einfach immer noch hier vergegenwärtigen. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich will hier jetzt nochmal abgehen. Also Sly und Fisk, die haben beide nichts zu sagen. Nee, es macht eigentlich keinen Sinn. Wir können eigentlich auch, können es auch sein lassen. Und den Weg Richtung neuem Lager, neues Lager einschlagen. Ja, das ist doch eigentlich alles. Skeddy auch nicht so. Skeddy, Sly, Dragan, Ian, Fingers und Fisk. Möglich ist alles. Whistler ist nicht mehr da. Daran wird sich nie und mehr gibt's nicht. Leckt mich, ihr Penner. Leckt mich alle. Könnt mich mal. Als ob ich nicht schon. Der Brandtabak, der kann mich auch mal. Querkant. So, da oben bei dem kleinen Jägerlager waren wir schon. Das heißt, wir gehen jetzt den Weg hier weiter. Bei Kavalorn. Schauen sie ja mal alles an. Und verbringen sehr viel Zeit. Und währenddessen werden dann hoffentlich schon Lösungsmöglichkeiten mehr von euch angeboten. Wie man das eine oder andere denn hier bewerkstelligen kann. So. Ich hänge erstmal am Türrahmen fest. Eine Truhe. Mist, wieder von vorn. Ein wenig Kram für uns. Übrigens, was mir gerade auffällt. Das machen wir bei der nächsten. Da ist ein Razor. Ich bin gesehen. Ah! Ja, das hat mir auch anders vorgestellt. Drecksau. Ah, okay, perfekt. Ah! Okay, der will ich einsehen, dass er tot ist. Naja, von mir aus, mach ruhig weiter. Zum Glück hatten wir gerade Level Up, das hat gerade alles wieder ins Reine gebracht. Dass mir direkt alles über den Weg läuft. Naja, wie gesagt, können wir alles noch. Wie, da ist nichts mehr zu holen. War ich hier schon? Als ob, da war ein Bluthund. Tja, hier ist eine leere Sojapflanze. So war's aber auch. So, bei Kavalans Hütte kommen wir hinten, glaube ich, auch nicht rein. Hier sind nur Überreste von der Ruine. So, war noch irgendwas im Turm oben? Warte, ich düse mal kurz zurück und schau mir das nochmal an. Manometer. Naja gut, wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns, in denen wir das Minental unter die Lupe nehmen werden. Und ich hoffe wirklich, dass wir in dieser Zwischenzeit es schaffen, diese Quests zu lösen. Ich habe hier noch irgendwas übersehen. Geht es hier irgendwo weiter hoch? Nee, geht's nicht. Irgendwas dahinter, vorne dran oder ein anderes Bauwerk. Hier sind generell überall ab und an Mauerstücke. Halt, war da irgendwas? Nö. Okay, dann nicht. So ein Scheiß. Boah. Das war knapp, aber da oben ist. Eh nix. Okay, und wir haben nicht mal Fallschaden genommen. Gut, dann will ich gar nichts gesagt haben. Gehen wir erstmal hier lang. Und klappen da die Gegend ab. Die Folge neigt sich auch wieder demnächst dem Ende zu. Und hier haben wir noch so einen kleinen kleines Jägerlager, so in der Art. Drei kleine Tränke, da sage ich nichts dagegen. Nehme ich mit. Nehme ich dankend an. Und hier ist eine kleine Barrikade, vollkommen sinnlos. Da unten müssen Lurker sein, okay, oder Alligatoren. Und hier geht's, glaube ich, ins Ork-Gebiet. Okay.
fällt mir am Rande gerade auf, dass das hier sehr viele Alligatoren sind. Aber bei 70%, da darf man hoffen. Da darf man hoffen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Doch, irgendwo kann man noch was erholen. Nichts zu holen. 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 Gut, dann halt nicht. Dennoch kurz und klein schlagen und der letzte bitte. Also was haben wir hier? Gähnende Leere, das ist ja der Hammer. Und da geht's schon ins Ohrgebiet. Quatsch, hier geht's auf den Platz. Aber das ist ja mehr oder minder Ork-Gebiet. Also ne, nicht wirklich Ork-Gebiet, aber so ein Ausläufer. Aber hier ist nichts. Außer Truhen! Ein wenig Kram. Nehmen wir natürlich mit. Und in der nächsten Folge werden wir dann Richtung neues Lager laufen und den Weg da einebnen. Und dann werden wir, wenn wir dort angekommen sind, erstmal die gesamten Quests, und ich hoffe, das sind viele, im neuen Lager bearbeiten. Genau, der Teil hier gehört irgendwie eigentlich zum Ork-Gebiet, mal so ursprünglich, aber ist nicht so direkt damit verbunden. Und in dem Fall auch eher ungefährlich für uns. Nun gut, würde ich sagen, in der nächsten Folge, wie gesagt, biegen wir dann vorne links ab und schauen mal, was das neue Lager uns zu bieten hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.